Wer die fast 11.000 Buchbesprechungen von mir bei Lettra TV alle kennt, es müssten 19 Menschen auf diesem Planeten sein, der weiß immer, wenn ich mich auf den alten, schäbigen, abgeranzten Dielenboden vom Hemmet setze und wenn ein viertatziges Monster bei mir ist, dann handelt es sich um einen besonderen Roman. Kurz den Hund vorgestellt, das ist Mimi, neu, Ladenhund, schwarz, Monster und ganz schwer, aber auch relativ nett. Das dagegen ist einer der besten Romane dieses Jahres, braucht man gar nicht lange überlegen. Ach, eine Anarchistin, naja. Geht das? Jetzt Hund weg? Ja. Könnte aus alten Lumpen irgendwas basteln. Der Name wird vielen bekannt sein, Gary Disher, einer der ganz großen australischen Autoren. 6 Romane, legendär um Wyatt geschrieben, Berufskrimineller, kein Robin Hood, kein Psychopath, einfach berufskriminell. Dann natürlich großartig 5 Romane um Hal Chalice, dann 11 Jahre Pause, zumindest in der Wyatt-Serie und jetzt ist mit Dirty Old Town der 7. draußen. Einer der klügsten, besten Kriminalromane dieses Jahres. Intelligent deswegen, weil Wyatt ist eben auch 11 Jahre älter geworden und er kommt in Teilen in dieser Welt einfach nicht mehr zurecht. Die Größe des Buchs beginnt wie immer mit dem fabulösen Cover von 4000. Das ist halt Dirty Old Town, das ist Gary Disher, das ist Wyatt, das ist konsequent, das ist sehr ehrlich. Was in der heutigen Verlagslandschaft eher Fremdwörter sind, das ist ein Genuss für alle Fans und alle, die wieder sagen, oh, ich kenne den ersten Roman, aber nicht, keine Sorge, man kann auch mit dem 7. beginnen, das ist große Literatur, steht alles für sich selber. Cooler Plot, cool, soll man eigentlich nicht cool dreimal hintereinander sagen, klingt irgendwie uncool, aber bei diesem Roman passt es. Das ist ganz, ganz große Kriminalliteratur. Ein weises Buch und ja. Um die Besonderheit von Dirty Old Town und die besondere Qualität hervorzuheben, mache ich mal was, habe ich glaube ich noch nie bei den 19.000 Buchbesprechungen getan. Ich lasse das Buch kurz ein bisschen runterfallen, gucke auf den Klappentext und lese 1,5 Sätze vor. Disher zeigt eine moralisch verkommene Welt voller Niedertracht und Gemeinheit, wo blindes Vertrauen mit einem Kopfschuss belohnt wird, eine Gesellschaft der reinen Negativität, wo vom Investmentbanker bis zum kleinen Kriminellen jedermann der Teufel des anderen ist. Ich hätte Wochen gebraucht, um diesen Satz zu kreieren, deswegen lese ich ihn lieber ab. Und ja, Frau Junke und Mimi und ich freuen uns sehr, dass dieses Buch jetzt auf Deutsch erschienen ist und es wäre toll, wenn es 20.000 Leute kaufen. Cooler Roman, echt.